Ja, Leute, willkommen zurück zu Hashtag Frag und dieses Mal die Frage, wie viele und welche Wörter kennt ihr, die es in Österreich gibt, aber in Deutschland, aber nicht in Deutschland zum Beispiel, sammeln gleich Brötchen. Schwierig zu beantworten, weil es zum Beispiel Semmeln in Deutschland gibt. Also ich kenne Semmeln als Brötchen. Richtig, kommt regional ganz stark drauf an. Also ich würde sagen, das ist zwar eher so ein bisschen Richtung Bayern, aber die haben das als Semmel mit Brötchen. Ich kenne es auch seit meiner Jugend, Semmeln als Brötchen, wo ich ja nicht unbedingt in Österreich so aktiv war. Ich meine, für Brötchen würde mir noch einfallen Schrippen. Schrippen. Ja, wenn du ganz weit nach in den Norden gehst, Richtung Berlin, kommt Ich sowas wollte mal vor, gerade dass du es sagen, kennst. aber das ist doch jetzt nicht bärisch. Nein, nein, aber ich sag dir, für Brötchen gibt es Ja, alleine Deutschland das bestimmt ist so bei 20 meinem verschiedene Bruder in Namen. die Ecke, Hamburg. Ja, sag ich ja, Norddeutschland. Ja, okay, ich wollte gerade sagen, ey. Ja, also, das ist schwierig, weil heutzutage alles so ein bisschen, also alles, was so, keine Ahnung, so deutsch klingt, das wird ja auch in Deutschland reingenommen. Wir hatten es ja vorhin Richtig. erst noch, dass es die Vorhin, Ampelfrau du inzwischen meinst. gibt. Ja, du meinst einen Evocast vom 14.8., dass wir da über die Semantik von verschiedenen Worten diskutiert Haben wir haben. das im Evocast gemacht? Ich dachte, das hätten wir Haben wir im außerhalb gemacht. Evocast Okay. gemacht. Nee, das ist halt wirklich, keine Ahnung. Ich wüsste jetzt kein typisch österreichisches Wort. Akzent, ja klar, natürlich. Aber wüsste ich nicht. Keine Ahnung. Könnte ich dir nicht sagen, weil die meisten Sachen schiebe ich dann entweder das ist halt in Teilen Deutschland nur verbreitet, wie Semmeln zum Beispiel. Ich glaube kaum, dass du ein Berliner, na gut, Berliner sind sowieso meistens blöd. Wieso die restliche Republik sagt zu den Berlinern Krapfen, aber die Berliner sagen da, nein, alle sagen zu den Berlinern Krapfen, aber die Krapfen sagen zu den Berlinern Berliner oder andersrum. Der Typ ist mega verwirrt. Nee, aber ganz Hör ehrlich. auf, mich selbst zu verletzen, hör auf, mich selbst zu verletzen, hör auf, mich selbst zu verletzen. In diesem Sinne. Leute, wenn ihr Fragen habt, Hashtag fragt dein Evo, fragt den D. Beantworten wir euch gerne. Und bis zum nächsten Mal. Haut's rein. Ciao, ciao. Bye, bye.